So, liebe Freunde, und da sind wir auch wieder zurück hier bei Metro 2033. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir hier wieder vor der Tür. Waren wir in der letzten Folge ja auch schon. Wie schon gesagt, wir kommen hier an irgendwelchen Speicherpunkten immer raus und deshalb sind wir jetzt wieder hier, aber das macht ja nichts. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt erstmal das Licht ein und wir fuchteln hier mit dem Messer rum. Kann ich den verletzen? Hör, nimm das, hör. Geht nicht. Meine volle Möhre, wir können hier ein bisschen. Die Frage ist ja, wann die wann kaputt geht. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja, da passiert irgendwie gar nichts. Das ist gut und. Verschwindet das jetzt gerade? Ein bisschen Wand hier. Ein paar Fugen hier reinmachen, da sind einen Tag da, einen zweiten Tag, einen dritten Tag. Okay, und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. So, lieber wieder mal ein bisschen Waffe hier, die Pistole. Ja, das ist doch gut. Wir nehmen die fette hier. Haben wir schon nachgeladen. Okay, ich muss wieder vorgehen. Ja, dann lass Papi mal vorgehen. Wo sind wir denn hier? Hier ist eine Tür. Hier geht's nicht rein. Das heißt, wir müssen definitiv. Ja, ist ja gut. Hetz mich jetzt nicht. So, hier haben wir Muni. Dann lauf mal vor. Ich sehe nämlich hier nichts. Boah, ist das hier. Unheimlich irgendwie, so bedrückend. Ich muss wieder vorlaufen, ja, tolle Wurst. So, und jetzt? Oh. Was haben wir denn hier? Das Depot. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Und ich auch. So, jetzt müssen wir wieder fahren hier, wa? Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Jetzt finden wir. Vorsicht, Duggen! Verdammt! Aua. Mussten die all diesen Schrott bauen? Sag Pass doch auf, was. Sonst wirst du erschlagen. Also, Duggen oder schießen? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Welchen Vorfall? Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Was ist das? Licht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Haben wir ihn? Das ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Okay. Panzerung in Deckung. Mach ich doch. So, nehmt das, ihr Wichser. Volle Möhre hier. So, wir müssen schnell mal was spritzen. Dass wir hier auch das überleben irgendwie. So, ihr Dreckskerle hier. Haben wir es jetzt geschafft? Noch mal nachladen. Jetzt ist aber mal hier gut, ja. Dranbleiben! Boah! Ach du Scheiße! Jetzt wird Achterbahn gefahren. Was denn? Sollen wir jetzt immer noch schießen? Hallo? Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Aber echt? Was ist das jetzt?
Was ist denn das? Da war doch immer... Das ist ja wie in einer Geisterbahn im Phantasialand. Ein Traum, sag ich euch. Wenn sowas mal im Phantasialand geben würde, du, dann würde ich da aber sowas von. So, und jetzt müssen wir leise sein, ne? Ja, müssen wir leise sein jetzt. Das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Was ist das? Hallo? Ah. Nosalis, töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Nimm das, du Drecksviech! So, wo sind die Drecksviecher? Rette dich! Nein! Drecksviecher hier. Kriegt eine fette Granate in die Fresse hier. Bäm! So. Ja, ah. Ist ja gut. Hallo? Ah, aua! Ah! So, jetzt aber hier. Hallo? Hallo? Erstmal nachladen hier. Okay, wo sind wir jetzt? Toll. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Eben kurz hier auf den Kompass gucken. Geradeaus, okay. So, was haben wir hier jetzt? Ein Stolperdraht, ey, hopp. Ey, hopp. Wo kommen wir jetzt rein? Hallo? Haben wir hier noch, können wir hier Muni einsacken? Hallo, Muni? Muni, Medipack, hier irgendwie noch sowas. Hallo? Alter, ist es hier. Unheimlich hier. So, hat der noch... Was war das? Achso, ich dachte... Oh. Leute, erschreckt mich nicht so. Ehrlich, ich hasse sowas. Hier sind überall nur Tote. Der hat ein cooles Messer. Ich will auch so eins. Hallo? Hier noch jemand drin? Nicht? Verarsche? Alter. Hallo? Können wir die Tür aufmachen? Hier ist nichts drin.
Okay, sehr unheimlich. Ich glaube, wir spazieren mal hier rein. Wir schauen mal. Wo müssen wir denn hin? Hier hinten hin. In diese Richtung. Was ist das? Hallo? Die Verteidigung. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Also Pavel hieß der Typ, der uns hier irgendwie zur Seite gestanden hat und dann irgendwie von denen so weggefetzt wurde, wie auch immer. Und was jetzt? Hallo? Jetzt müssen wir leise sein. Ein Mensch? Aber wie? Komm her, schnell! Okay, was los? Was Hi. Erzählt denn einen Menschen in diesen Tunnels? Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Warum? Hab doch nichts gemacht. Geh und sprich mit dem Hauptmann. Ja, ich muss ja erstmal. Hi, ich bin Artyom. Wie heißt du? Wir sind alle erledigt. Ja, genau, das wollte ich auch hören. So, wer ist das denn hier, Kollege? Sprich mit mir. Hallo. Sprich mit mir. Dann nicht. Opfer, ey. Hallo, Hauptmann. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Ich auch aber nicht. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Ja. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Okay, wir sind Kinder des Untergrunds. Yeah, baby. Das ist die Revolution. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Hi. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Genau. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Richtig, wir sind die Freaks. Ah nee, die sind die Freaks. Ach, egal. Da kommt was. Spürst du das? Sie sind jetzt in der Nähe. Huch. Ach du Scheiße. Ruhig bleiben, kein Licht mehr. Hallo? Was ist das denn jetzt? Das ist Wind. Das kommt da oben wahrscheinlich raus. Scheiße. Aufstehen! Alle in Ordnung? Nein! Herbert ist tot! Wir haben Verluste! Herbert ist tot! Nein! So ein schöner Freddy! Tag heute. Gar nicht langweilig. Freddy ist auch verdammt, verletzt. Verdammt, verdammt, verdammt! Hugo! Bist auch noch da. So, Wilfried. Was jetzt? Uah. Freddy, mach was. Freddy, Hugo, drauf da. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Da 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 dam, da da. Uah. Toll, jetzt müssen wir nachladen, ne? Das geht ja schon gut los hier. Drecksviecher. So, nimm das! Drecksviech, hallo?
Bam! Also gibt's denn... So, haben wir den? Freddy, mach was! Toll. Ja. Nix da. Nimm das, du Drecksvieh. Hallo, geht's noch? Nee. Ehrlich, ist das euer Ernst jetzt? Hallo? Alter, scheiße, ey. Ah, nein, ich wollte gerade nachladen. Was jetzt? Hallo? Hilfe? Mami? Ach, wir leben noch. Steh auf. Toll, können wir es noch nachladen? Freddy ist auch tot. Nee, ach Mann, Freddy. Toll. Toll, Freddy, ehrlich. Freddy ist auch tot. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Nö. Ach du Scheiße, schreck mich doch nicht so. Ist das Hugo? Hugo? Hugo liegt hier nicht mehr. Hugo ist weg. Hugo! Naja, was soll's? Was haben wir hier noch drin? Das können wir nicht nehmen. Gut, was haben wir denn? Gehen wir mal einfach weiter. Was haben wir denn? Oh! Herr Kommandant. Sind so viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Polis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Okay. Viel Glück, Bruder. Dankeschön, dir auch noch. Ich würde dich ja gerne erlösen, aber ich glaube, ich kann nicht auf dich schießen. Also hast du Glück gehabt. So, wir sehen uns später, Digga. Hauen sie, ne? So, erstmal volle Möhre hier nachladen. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wohin. Ah, da müssen wir rein. Was haben wir denn hier? Ach, hier kann man noch hochgehen. Zieh mal einer an. Ein Feldbett. Von hier oben hätte ich ja auch schießen können, aber da war zu, ne? Da konnte ich, glaube ich, gar nicht. Verarsche jetzt. Ach so. Ich muss da hinten rüber. Ja, toll. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ist da hinten jetzt ein Lager? Hallo? Ach du Scheiße. Hoch ein Baby-Alien. Okay, wir müssen weiter geradeaus. Ich habe ein bisschen Schiss irgendwie. Hoch, hier geht's runter, aber dann kommen wir da nicht mehr. Nein, nicht wehe. Bin ich denn des Wahnsinns?
So. Alter, erschreckt mich doch nicht so, verdammte Scheiße nochmal. Boah. Oh, der hat einen. Oh. Kann ich das Messer rausziehen? Nee. Hm, das sifft aber ganz schön, wa? Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht wohin. Aha, hier ist noch Muni. Hallo? Also wir müssen weiter geradeaus. Du Drecksviech. Och nee. Hallo? Hab ich dich jetzt? Ich frag mich ja, wie viele von denen kommen. Kommt da noch einer? Waren das jetzt alle? Atmet der noch? Nee, ne? Der ist... Alter. Kann ich nachladen? Nö, natürlich nicht. Auch keine Munis mehr, ist ja langweilig hier. Hat denn hier keiner Munis? Ich muss weiter geradeaus. Toll.